And he said, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Er wiederholte fortwährend, Allah Akbar, Gott ist der Größte. Immer wenn sie jemanden töten, sagen sie Allah Akbar. Ich schloss meine Augen, wartete und betete nur noch, oh Gott, er weiß nicht, was er tut, jetzt erschießt er mich. Menschen, die sich zu Jesus Christus bekennen, haben es schwer im südasiatischen Pakistan. Wer Christen unterdrückt und tötet, gilt für viele als ein Held. Besonders seit extremistische Gruppen und die Taliban an Einfluss gewonnen haben. Immer häufiger werden Brandanschläge auf christliche Wohnviertel und Kirchen verübt. Wer sich vom Islam abwendet und Jesus Christus nachfolgt, ist jedoch besonders in Gefahr. Harun wurde Christ und das hatte dramatische Folgen für ihn. Dies ist seine Geschichte. My name is, Harun Mohammed. Ich heiße Harun Mohammed und komme aus Lahore in Pakistan. Meine ganze Familie ist streng muslimisch. Ungefähr 98% der Bevölkerung sind Muslime. Die anderen 2% sind Christen, Hindus oder gehören anderen Religionen an. Ich bin mit der islamischen Kultur aufgewachsen. Als ich ungefähr 5 Jahre alt war, hat meine Mutter mich zur Moschee geschickt, um den Koran zu lernen und zu beten. Oft habe ich aber das Beten verpasst. Meine Mutter hat mich dann bestraft und mir nichts zu essen gegeben. My mom didn't give me food. And she gave me punishment. This was my passion. Später bin ich aber sehr gerne in die Koranschule gegangen, weil ich Imam werden wollte, wie mein Großvater. Er war ein angesehener Mann. Er hat mich angeschaut und gesagt, mein Enkelsohn, eines Tages wirst du denselben Weg einschlagen wie ich. Während ich studiert habe, wurde mir klar, dass mein Großvater, mein Vater und meine ganze Familie unter ihren Sünden litt. Aber nicht nur meine Familie, sondern alle Muslime leiden seit Mohammeds Zeiten darunter. Ich hatte auch Angst wegen meiner Sünden. Es gab ja keine Vergebung. Im Koran steht, es gibt nur einen Weg, um in den Himmel zu kommen. Und in den überlieferten Reden Mohammeds, dem Hadithen, erklärt er, der einzige Weg in den Himmel ist der Dschihad, der heilige Krieg. In meiner Koranschule wurden wir für den Dschihad ausgebildet. Wenn ich von der Schule heimkam, habe ich oft zu meiner Mutter oder zu meinen Eltern gesagt, bitte betet für mich. O Allah, gib mir eine Chance, ich will zum Dschihad gehen. Weil ich so eifrig war, haben sie mich nicht mehr mit meinem richtigen Namen gerufen, sondern von da an hieß ich nur noch Löwe Pakistans. Aber ich bekam keine Gelegenheit, mich dem Dschihad anzuschließen. Stattdessen wurde ich ein Imam. Und weil ich ein so guter Prediger war, bekam ich die Chance, nach Griechenland zu gehen, mit der Mission, um den Koran zu predigen, um Christen zu Muslimen zu bekehren. Ich musste arbeiten gehen und fand einen Job bei einem christlichen Ehepaar. Bevor ich anfing, sagte ich zu ihnen, ich bin ein Imam und deshalb bete ich 5-mal am Tag. Und wenn Gebetszeit ist, muss ich beten. Damit waren sie einverstanden und sagten, ja, das kannst du so machen. Während ich in ihrem Geschäft arbeitete, erinnerte mich meine Chefin oft, Harun, geh zum Beten. Dieses Verhalten hat mich regelrecht schockiert. Als Christin hätte sie mich davon abhalten müssen. Aber stattdessen hat sie mich zum Beten geschickt und gesagt, Harun, bitte bete auch für unser Geschäft. Harun, please pray for us and for our business. I come back. Jedes Mal, wenn ich zurückkam, hat sie gefragt, und Harun, hast du für uns gebetet? Und ich sagte, ja, ich habe für euch gebetet. Und ganz leise, Allah, schick deine Engel und töte sie. Eines Tages veränderte sich das alles. Ich hörte von einem Dorf zu Hause in Pakistan. Das Dorf heißt Gotchra. Es war ein christliches Dorf. Einige Muslime gingen dorthin und brannten das gesamte Dorf nieder. Viele Menschen haben sie bei lebendigem Leibe verbrannt. Sie haben sie ermordet. Viele Menschen in Pakistan haben diesen Tag richtig gefeiert. Stolz haben sie verkündet, wir haben christliche Familien verbrannt.
Bevor ich nach Griechenland ging, habe ich Christen auch oft geschlagen, wie das im Koran und in den Hadithen steht. So wurde mir das beigebracht. Wenn sie den Islam und Mohammed nicht akzeptieren, dann müssen sie umgebracht werden. Oder sie haben die Kopfsteuer Jizya zu entrichten. Damals fand ich das auch richtig so. Ich sah daran nichts Falsches und dachte sogar, das sei der Weg der Liebe und des Friedens. Aber als ich da herauskam und einmal außerhalb von Pakistan war, da sah ich richtige Liebe, Frieden, Vergebung. So etwas hatte ich in meinem ganzen Leben noch nie gesehen und ich überlegte, was läuft bei mir falsch? Denn wenn ich zum Beispiel hungrig war, haben sie mich an ihren Tisch gerufen und gesagt, komm, wir sitzen zusammen. Sie haben mich eingeladen, mit ihnen zusammen zu essen. Aber in meinem Inneren habe ich mir gesagt, meine Güte, das sind Christen und ich bin Muslim und sogar Imam. Wie kann ich mit ihnen zusammen essen? Aber das war echte Liebe. Sie haben nicht versucht, mich zu verändern. Und als dann diese Morde passiert sind in Pakistan und sie dieses Dorf niedergebrannt haben, begann ich mit meinen Leuten zu diskutieren, warum das in Pakistan gefeiert wurde. Ein anderer Imam aus Pakistan hat zu mir gesagt, Harun, du bist Imam und du kennst die Lehren des Koran. Sie tun doch nur, was er sagt. Als ich heimging, war ich richtig durcheinander. Was wir da taten, konnte doch nicht gut und richtig sein. Ich sagte zu Gott, ich bin mir sicher, das kommt nicht von dir. Aber wo bist du? Bitte komm zu mir. Sofort habe ich alle Rituale und Gebete eingestellt. Stattdessen habe ich intensiv nach Gott gesucht. Ich hatte zwei Freunde aus Indien, sie waren Sikhs, das ist eine indische Religion. Und ich sagte, vielleicht ist ihr Gott der Richtige, weil ich so nach Gott gesucht habe. Aber ich wurde nicht glücklich. Ich war richtig verunsichert. Eines Tages hat mich meine Chefin während der Arbeit zu sich gerufen und gesagt, Harun, komm her. Ich ging hin und sie fragte mich, warum gehst du eigentlich nicht mehr zum Beten? Ich sagte, Helena, ich habe aufgehört zu beten. Du hast mich immer ermahnt, für euch zu beten, aber ich habe nicht für euch gebetet. Ich war gegen dich. Bitte vergib mir. Sie nahm mich in die Arme und sagte, Harun, wir lieben dich. Ganz egal, was du getan hast, wir haben dich lieb. Du bist wie ein Sohn für uns. Ich sagte ihr, wenn du mich gern hast, dann hilf mir. Kennst du Gott? Wo ist er? Und sie sagte, wenn du Gott suchst, dann bete einfach. Und wenn Gott die Wahrheit ist, dann wird er dir zeigen, wo er ist. Daraufhin begann ich wieder zu beten, aber dieses Mal habe ich ganz anders gebetet als vorher, wo ich immer so gebetet habe. Gott gab mir einen Traum. Ich ging in ein großes, helles Geschäft. Dort saß ein Mann, der ein wunderschönes Gesicht und wunderschöne Kleider anhatte. Dieser Laden war voll von Diamanten, Juwelen, Gold und Silber. Und ich sah, das war ein reicher Mann. Und er sah mich an, gab mir die Hand und begrüßte mich mit meinem Namen. Er sagte, Harun, das ist alles für dich, kostenlos. Er nahm eine Tasche und füllte von allem, was er hatte, etwas hinein, von allem. Und er gab mir die Tasche und sagte, das ist für dich, es ist ganz umsonst. Das war so aufregend. Kurz darauf ging ich das erste Mal in meinem Leben in eine Kirche. Die Kirche war voll mit Leuten. Ich habe mich umgeschaut nach Gott und dann war da ein großes Kreuz und ich sah hinauf und wieder nahm ich Gott in eine Vision hinein. Er rief mich, mein Sohn, komm zu mir, ich warte schon so lange auf dich, ich bin dein Gott. Ich sagte, wie kannst du mein Gott sein? Du bist so heilig und ich habe so gesündigt in meinem Leben. Er antwortete, mein Sohn, gib mir all deine Sünden. Ich will dich waschen, dass du so bist wie ich. Ich verspreche dir, ich habe die Macht dazu. Ich werde dich reinmachen. Ich bekannte ihm meine Sünden und er wusch mich, sodass ich so rein wurde wie er. I promise you, I have power. I will wash you. I accept my sin. Mein Leben war völlig verändert.
Liebe, Vergebung, Frieden, ewiges Leben, alles war neu für mich. Love, forgiveness, peace, eternal life. Everything was new for me. Harun kann von diesem Tag an nicht mehr mit der muslimischen Missionsgesellschaft arbeiten. Er kehrt nach Pakistan zurück. Als ehemals bekannten muslimischen Prediger wird ihm eine Stelle in der Moschee angeboten. Er lehnt höflich ab und versucht stattdessen heimlich mehr über seinen neuen Glauben herauszufinden. Don't follow what they're doing. Heute sage ich, folge ihnen nicht einfach nach, denke selbst nach, versuche deinen eigenen Weg zu finden, die Wahrheit herauszufinden. Ich habe ihnen alles nachgemacht, ohne Fragen zu stellen. Aber als ich selbstständig herausfinden wollte, wo Gott ist, habe ich Gott gefunden. Und dieses Recht hat auch jeder Mensch, Gott kennenzulernen. Every human have right to know God. But one day they find me in the church. Und so fanden sie mich eines Tages in einer Kirche. Sie brachten mich nach Hause zu meinen Leuten und begannen mich auszufragen über Mohammed, den Koran und über Jesus. Und ich sagte, ich weiß nichts über das alles, aber was ich weiß, ist das. Ich war blind und nun kann ich sehen, sonst weiß ich nichts. Now I can see. Aber worüber ich mir ganz sicher bin, ich war ein Sünder. Ich hatte so viel Sünde in meinem Leben und er hat mich gerettet. Und jetzt bin ich so rein wie er selbst. Sie redeten auf mich ein, um mich wieder zurück zum Islam zu bringen. Aber wie konnte ich darauf eingehen? Was ich gesehen habe, das haben sie noch nie gesehen. Wie konnte ich ihnen das erklären? Wenn ich gesagt habe, ich habe Gott gesehen, ich habe Jesus und den himmlischen Vater gesehen, dann haben sie gesagt, oh, du bist verrückt. Niemand kann ihn sehen. Aber ich weiß, er hat mich bei meinem Namen gerufen. Heavenly Father. And they said, oh, you are crazy? Nobody can see him. But I know he called me by my name. And after many questions, they start beating. Nach vielen, vielen Fragen begannen sie mich zu verprügeln. Sie verletzten mich am Kopf, mein Schädel brach. Sie brachen mir die Arme und brachen mir hier die Knochen. Ich war so gut wie tot. Sie schleppten mich aus dem Haus und irgendjemand brachte mich in ein Krankenhaus. Mit der Zeit wurde ich wieder gesund, weil Gott mich heilte. Ich hatte einige christliche Freunde, die mich bei sich aufgenommen haben. Eines Tages war ich mit einem von ihnen im Auto unterwegs. Da kam ein junger Mann zu meinem Auto. Es war am 27. Ramadan, einem großen Feiertag in Pakistan. Er hatte ein Maschinengewehr. Er hielt mein Auto an und sagte, komm raus. Ich stieg aus und er rief, du bist konvertiert, du bist Christ geworden. Er sagte in einem Fort, Allah Akbar, Gott ist der Größte. Immer wenn sie jemanden töten, sagen sie Allah Akbar. Ich habe meine Augen zugemacht, gewartet und nur noch gebetet. Oh Gott, er weiß nicht, was er tut. Jetzt erschießt er mich. Plötzlich kam ein Mann zu mir und sagte, hey Mann, lauf, sein Gewehr funktioniert nicht. Wir haben die Polizei gerufen. Als sie kam, hat er ihnen erklärt, zu welcher Organisation er gehört. Er sagte, der da war Imam und jetzt bekennt er sich zu Jesus. Als der Beamte das hörte, sagte er zu mir, okay, heute erschießt er dich vielleicht nicht, aber dann wirst du eben morgen getötet. Okay, if he didn't kill you today, tomorrow you have to kill. And after some days, my friend called me and he said, Harun. Ein paar Tage später hat mich ein Freund angerufen und mich gewarnt. Harun, heute Nacht werden Leute zu deinem Haus kommen, die dich umbringen wollen. Ich habe gebetet, Gott zeig mir den Weg, was soll ich bloß tun? Gott sagte, Harun, vertrau mir in allem, verlasse dein Haus, ich werde mit dir gehen. Ich bin in eine weit entfernte Stadt geflohen und habe dort begonnen, die Bibel zu studieren, um Jesus besser kennenzulernen. Gott sei Dank, in Pakistan hat mich Gott gebraucht und viele haben durch mich die Wahrheit erkannt und Jesus angenommen.
Aber nach einiger Zeit erschien mein Gesicht bei Facebook mit einer Fatwa. Wer diesen Mann findet, muss ihn töten. Meine Eltern waren inzwischen zu einem Mullah gegangen und hatten ihm erklärt, dass ich zum christlichen Glauben übergetreten bin. Und jetzt weiß jeder, dass ich Christ bin. Ein Mullah der Moschee, die zur Islamischen Universität gehört, hat diese Fatwa herausgebracht. Wird er gefunden, muss er getötet werden. Von meiner Familie liebt mich keiner mehr. Sie sagen, er war Imam und wurde Christ. Jeder möchte mich töten. Sie glauben, wenn sie mich töten, werden sie in den Himmel kommen. Das ist der einzige Weg. Niemand liebt mich. Sie haben mir das Herz gebrochen. Ich habe alles verloren, was ich hatte. Ich hatte Geld, ein Auto und ein großes Haus. Ich habe nichts mehr. Aber ich vergebe ihnen, was sie mir angetan haben. Ich liebe sie, denn Jesus liebt sie. Früher hatte ich Eltern, aber ich hatte keinen Gott. Jetzt habe ich Gott, aber ich habe keine Eltern. Aber ich brauche doch beides. Now I have God. But I have not parents. I need both. And I can see. Jeder hat eine Familie. Jeder hat eine Mutter und einen Vater, einen Bruder, einen Freund. Aber ich bin ganz alleine. Sie haben mir alles genommen. Oh mein Gott, wo ist meine Familie? Monatelang ist Harun auf der Flucht. Als er endlich Europa erreicht, wähnt er sich in Sicherheit. Doch seine Verfolger sind ihm dicht auf den Fersen. Also ich weiß nicht, wie sie mich dann letztes Jahr gefunden haben. 4 Muslime haben mich in einem großen Transporter gewaltsam entführt. Es war schon Nacht. Mit ihren Fäusten schlugen sie auf mich ein, versetzten mir Tritte, schlugen mich mit Stöcken. Ich hatte 3 Schädelbrüche und war so gut wie tot. Und dann stachen sie auch noch mit ihren Messern auf mich ein, 3-mal, hier in meinen Bauch. Halb tot haben sie mich aus dem Wagen geworfen. Ich weiß nicht, wer mich am Wegrand gefunden und mich ins Krankenhaus gebracht hat. Am nächsten Tag bin ich aufgewacht und habe festgestellt, ich lebe ja noch. In dem Moment warnte mich der Arzt: Achtung, du darfst dich nicht bewegen. Mein Mund fühlte sich riesengroß an, mein Kopf auch. Die Schmerzen waren überall. Aber der Doktor tröstete mich: Du lebst noch. Und ich sagte: Halleluja. Früher haben sie mich Löwe Pakistans genannt. Und als solcher sage ich diesen Leuten: Diese Lehren sind nicht das Leben. Das ist nicht der Himmel. Bitte hört auf damit. This is not life. This is not heaven. Please stop this, what they're doing. But I just said, jetzt sage ich, Gott liebt dich und mich. God love you. Ich habe zwar alles verloren, aber ich habe alles gefunden. Ich habe Liebe, Frieden, Vergebung und eine Familie in Christus. But I have everything. I have love. Darüber freue ich mich die ganze Zeit in meinem Gott. Er ist mein Retter. Ich bete für sie, für alle Muslime, denn sie wissen nichts über Liebe und sie suchen nach ihrem Retter. Aber wo ist dieser Retter? Ich habe Gott gesucht. Wo bist du? Mit ganzem Ernst. Aber er hat auch nach mir gesucht. Er hat mein Leben verändert. With honestly, and he was waiting for me as well. He changed my life.
Als Imam las ich 2003 in einer Moschee den ganzen Koran vor. Es war ein besonderes Gebet während Ramadan. Die Leute haben mir deshalb sehr viel Geld gegeben. Und nach Ramadan feiern die Muslime ein großes Fest und ich verließ mein Haus, um zum Gebet zu gehen. Und dabei begegnete ich einem Christen. Er fegte unsere Straße und er war sehr arm. Und da ich damals gerade Geld hatte, gab ich ihm davon und er nahm das Geld und sagte, Sir, darf ich für Sie beten? Sir, may I pray for you? Ich sagte, ja, okay, du bist ein armer Mann, du kannst beten. Ich wollte ihn glücklich machen. Und er sagte, Gott, ich danke dir von ganzem Herzen für diesen Augenblick, für dieses Geld und für diesen Mann. Ich bitte dich für ihn. Bitte zeige ihm die Wahrheit, den Weg und das Leben. Please show him the truth, way and life. He didn't watch nothing. Er wollte nichts dafür. Er hat die Straße gefegt und er betete. Ein einziges Gebet hat mein Leben verändert. Etwas Liebe hat mein Leben verändert. Some prayer changed my life. Some love changed my life. In Pakistan gibt es keine Freiheit für die Christen, aber die Kirchen sind jeden Tag voll. Es ist mein Gebetsanliegen. Bitte beten Sie für die Christen in Pakistan. Sie werden jeden Tag verfolgt. Please pray for Christian people in Pakistan. They persecute every day. You don't look on. Sehen Sie nicht auf sich. Sehen Sie auf Jesus, wer er ist. Just look. Who Jesus is. Just pray for every Christian people. Beten Sie einfach für die Christen auf der ganzen Welt, ganz besonders für die Verfolgten, im Irak, in Syrien, Pakistan, Iran, Afghanistan, überall. Unser Gebet kann alles ändern. Wir brauchen nur dein Gebet, nichts anderes. Seid nicht bestürzt und habt keine Angst, ermutigte Jesus seine Jünger. Vertraut Gott und vertraut mir. Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Ohne mich kann niemand zum Vater kommen. Worum ihr in meinem Namen bitten werdet, das werde ich tun, damit durch den Sohn die Herrlichkeit des Vaters sichtbar wird.